Mit dem Beginn vom Juni sind auch noch die warmen Tage dazugekommen und jetzt ist also einfach ja, explosionsartig alles in die Höhe geschossen. Die Pflanzen wachsen überall, Bienen, Insekten, Vögel. Ist wirklich ein Traum zuzuschauen und da zeige ich euch einfach mal jetzt wieder ein bisschen, nur hier jetzt dieses Mal im Garten, den Schrebergarten mache ich separat, was hier eigentlich alles sich jetzt schon wieder so entwickelt hat, was alles passiert ist. Ich habe schon wieder einiges getan und ja, da dürft ihr euch wieder auf was ja, gespannt sein, wieder was erleben und sehen zu dürfen. Bevor das Video anfängt, möchte ich dich auf meine Webinare aufmerksam machen, die sich um das Thema Permakultur und auch um die schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret drehen möchte. Da möchte ich einfach mal meine Erfahrungen euch mitteilen, die ich die letzten 5 Jahre gemacht habe. Sind dann doch sehr wertvolle Erfahrungen, wie ich auch finde, und habe auch recht gutes Feedback von Menschen bekommen, die ich einfach von meinen ja, Erfahrungen erzählt habe, was ich da einfach ja, die letzten 5 Jahre eigentlich alles so gemacht habe. Weitere Informationen diesbezüglich findet ihr natürlich auch ausführlich in der Videobeschreibung, also wann die Webinare sind, um ja, was ich da genau ansprechen werde und ja, wie auch der Energieausgleich sein wird. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du Interesse hast, an den Webinaren teilzunehmen und auf meinen Erfahrungen ja, sozusagen profitieren möchtest. Und ich freue mich dann, dein Gesicht bei den Webinaren zu sehen. Dann fangen wir hier bei den Bäumen an, die ich in den Kübel reingesetzt habe. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Nektarine, Aprikose und Pfirsich. Und sehr interessant ist auch, dass die Pfirsich schon einen kleinen Fruchtansatz gebildet hat, schon im ersten Jahr. Da bin ich auch mal gespannt, wie die schmecken wird. Freue ich mich schon richtig, weil ich liebe Nektarinen und Pfirsiche. Sind richtig saftig, wenn man die vollreif isst. Hier unten auch Petersilie habe ich auch als Bodendecker bei den Bäumen mit in den Kübel reingesetzt. Hier jetzt zum Beispiel bei der Kaki, da warte ich noch, bis sie austreibt. Dahinter, dass dieser Stiel sozusagen, das ist auch eine Kaki, die treibt langsam aus, war ein bisschen zu kühl gewesen. Der Frühjahr, die treiben jetzt alle das so nach und nach aus. Hier bei der Aprikose oder bei der Marille, da lasse ich jetzt einfach die Radieschen, die wild aufgegangen sind, einfach blühen. Einerseits für die Bienen, damit die auch wieder Nektar haben und sich hier immer mehr Bienen tummeln. Die ganzen Insektenhotels hier ist zum Beispiel, die werden langsam immer mehr gefüllt. Finde ich sehr interessant und auch spannend. Auch mit der Tatsache, dass die Leute mir gesagt haben, vom Supermarkt soll man die sich nicht holen, da nisten sie sich nicht ein. Und die sind jetzt ziemlich gut belegt schon und da kommen immer mehr Bienen. Das freut mich richtig. Also die Bienen- und Insektenhotels, die sind dann doch nicht schlecht, finde ich dann sehr interessant auch, seine eigenen Erfahrungen auch so zu machen und einfach mal äußere Einflüsse mal wegzulassen. Jedenfalls habe ich auch bei den Bäumen neben Petersilie auch Borage mit reingesetzt, einfach als Blühpflanzen und als Bodendecker, um einfach die Artenvielfalt zu erhöhen. Und weitere Kräuter habe ich jetzt hier neuerdings Basilikum in solche Pflanztöpfe, die sind aus Stoff oder sowas. Die hat mir gestern ein Freund geschenkt, weil ich immer die seine Enten fütter. Das ist, also da kommen gläserweise Schnecken, bringe ich ihm immer. Und hat mir jetzt diese Pflanztöpfe gebracht und da habe ich jetzt einfach mal Basilikum mit reingesetzt. Mit den Pflanzkübeln kann man jetzt auch noch zum Beispiel Blumen reinsetzen und das ist ein nettes Geschenk auch für jemanden, dem man unbedingt eine Freude machen möchte. Deswegen finde ich eine sehr nette Sache, dass er mir diese sehr schicken ja, Pflanztaschen, sage ich mal, geschenkt hat. Hat mich sehr gefreut. Dieses Jahr ist auch die Johannisbeere wirklich am explodieren. Also so buschig war sie noch nie. Bin mal gespannt, ob sie überhaupt die Früchte richtig ausreifen lässt, ob die auch nicht zu dunkel sind. Hat aber auch einiges an Früchten und sollte jetzt auch noch mal ein paar Tage dauern, bis hier jetzt zum Beispiel die Früchte ein bisschen reifen. Ist jetzt eine schwarze Johannisbeere. Merkt man ja auf einem Geruch, wenn man an den Blättern reibt. Die haben so einen Eigengeruch, die schwarzen Johannisbeeren. Die erkennt man eigentlich sofort, wenn man die im Garten hat. Und hier als Bodendecker habe ich nochmal Erdbeeren, die auch schon langsam anfangen, Blüten zu bilden. Dann freue ich mich schon auf Erdbeeren. Johannisbeeren sind ja so nebenbei, die esse ich eher weniger, weil die mir zu sauer sind. Aber ich baue sie einfach trotzdem an. Hier bei dem Beet neben dem Eingang vom Folientunnel habe ich jetzt auch noch mal ein paar neue Saaten gemacht. Hier ist in der Mitte, könnt ihr eine Zucchini sehen.
Dann dahinter Buschbohnen, die habe ich jetzt hier überall mit reingesetzt, so Jungpflanzenbuschbohnen. Manche sind auch direkt aufgegangen. Dann dahinter jetzt zum Beispiel Tagetes, das ist zum Beispiel eine Abdeckungspflanze für die Schnecken, damit er zum Beispiel jetzt die Sonnenblumen, die ich da rangesetzt habe, nicht unbedingt als erste anfressen. Und da bin ich auch mal gespannt. In den nächsten Tagen wird es dann hier auch ganz schön anfangen zu wuchern. Und da bin ich dann ja, erstaunt, wie mein Management mit dem Platz dann letztendlich dann ausschauen wird, sofern die Schnecken alles stehen lassen. Apropos Schnecken, das ist für mich so ziemlich eine der besten Möglichkeiten, neben den Ablenkungspflanzen wie Tagetes, hier einfach Küchenreste neben das Beet hinzuwerfen. Also Haufen ohne Ende. Hier könnt ihr zum Beispiel Möhrentrester und Melonen sehen. Hier Salat, Kartoffeln und Spargel von meinen Eltern zum Beispiel. Und da habe ich zum Beispiel, wenn es regnerisch war, also gestern, da habe ich jede Menge Schnecken dort absammeln können. Die gehen dann nicht mehr an die Beete, sondern dahin verstecken sich da auch. Und dann kann ich genug Schnecken absammeln. Also das ist für mich eine sehr bewährte Methode, wie ich finde. Das habe ich jetzt überall im Garten gemacht. Muss man da einfach seine Prioritäten setzen, ob man jetzt, schaut halt ein bisschen unschön aus für die meisten, aber wenn man jetzt da nicht so viel Wert drauf legt, dann sollte das ja auch eigentlich kein Problem sein. Wie die beiden Jahre davor baue ich dieses Jahr auch wieder sehr viele Melonen an, habe schon wieder ein bisschen mehr in den Hochbeeten reingesetzt als letztes Jahr, auch im Tunnel wieder viel mehr, weil ich einfach eigene Melonen aus dem eigenen Garten essen möchte, weil das ist einfach nur ein Traum, einfach nur ein Traum. Und man könnte mich schon fast auch den Melonenlord nennen. So viele Melonen baue ich eigentlich an. Jedenfalls ja, zeige ich einfach mal kurz, wie es den kleinen Melönchenpflanzen überhaupt geht. Das hier ist jetzt auch noch ein Kaki-Baum, auf den ich warte, dass der ja endlich mal austreibt. Habe aber auch hier jetzt wieder bemerkt, dass hier Sonnenblumen mit aufgehen. Wieder wild, lasse ich auch wieder für die Vögel und Insekten. Hier unten habe ich dann nochmal Petersilie und eine Feuerbohne, die dann hier an den Sonnenblumen mit draufranken soll, beziehungsweise auch an den Baum, weil ich weiß, dass er dieses Jahr wahrscheinlich eher weniger Früchte geben wird. Und das soll dann einfach eine schöne Möglichkeit sein, wie ihr auch zum Beispiel mit Mais, Sonnenblumen oder andere Sachen, zum Beispiel sowas wie Feuerbohnen ranken lassen könnt. Da habt ihr natürlich jetzt Rankgerüst, finde ich immer sehr spannend, wenn ich sowas mache. Und mache ich auch sehr gerne hier. Habe ich jetzt auch nochmal ein paar Tomaten ins Hochbeet reingesetzt mit Basilikum als Mischkultur. Einfach auch wieder, um Blattläuse zum Beispiel fernzuhalten. Und Basilikum und Tomaten sind sehr gute Mischkulturpartner, soweit ich mich in Erinnerung habe. Hier kann man jetzt auch noch mal gut erkennen, dass die Feuerbohnen auch mal einen guten Wachstumsschub bekommen haben, da die rote Beete genauso. Hier fangen jetzt auch an zu ranken bei einigen roten Beeten. Hier jetzt zum Beispiel habe ich ein paar geerntet, die fangen mir langsam leider an in die Blüte zu gehen, sind aber recht schöne Knollen, deswegen habe ich die schon mal rausgenommen, weil ich habe mehrere solche Pflanzen, wo ich meine Samen dann nochmal nehmen werde. Die habe ich aber im Schrebergarten, da lasse ich sie ja auch einfach. Und sonst, wenn ich hier weitergehe an dem Hochbeet, hier geht auch wieder eine Sonnenblume wild auf, lasse ich wieder wachsen. Hier Kartoffeln, die wild aufgegangen sind und die sind schon richtig groß. Und dahinter habe ich dann auch wieder
eine Feuerbohne reingesetzt. Du musst ja auch hier schauen, hier habe ich nochmal Buschbohnen reingesetzt. Und hier hinten, da nochmal die Traube, die dann doch endlich gekommen ist. Die soll jetzt auch mal hier endlich ranken, den Feuerbohnen, genauso wie hier. Da sind die Feuerbohnen am größten, auch wieder hier sehr viele Mischkulturpartner, auch unten Petersilie. Bin auch mal gespannt, wenn es im Hochsommer, wie das dann alles ausschauen wird, weil das ist hier auch schon richtig dick am Wuchern mit den ganzen Kartoffeln. Und hier kann man auch gerade sehen, das ist die schwarze Holzbiene, eine der größten Wildbienen hier bei uns in, ja, eine der größten Holzbienen hier bei uns in Europa, ist bei uns recht selten, habe ich euch schon im Video gezeigt, hat sich jetzt hier angesiedelt wegen den Bambusrohren. Und ich habe ungefähr 3 Stück und die sind auch sehr zuverlässige Bestäuber und finde ich sehr schön. Die ist auch wirklich sehr schön anzusehen. Die schimmert so in dem schwarzen, also ist halt schwarz und schimmert so ein bisschen bläulich. Das finde ich dann sehr interessant. Viele lassen ja den Rhabarber überhaupt nicht blühen. Oder reißen die Blüte raus. Also ich muss schon sagen, das ist immer wieder, ja, ist es immer wieder wert, allein zu erkennen, wie viele Insekten und Bienen sich an der Blüte von einem Rhabarber streuen. Ich werde die Samen nehmen und ein paar weitere Jungpflanzen aus den Samen ziehen. Also hat sich dann richtig gelohnt, einfach was wieder für die Insekten zu tun. Und hier vorne sind dann auch die Gurken und ich muss schon sagen, hier habe ich sie genauso wie im Tunnel zur gleichen Zeit ins Freiland rausgesetzt und hier entwickeln sie sich um einiges besser, weil sie halt auch windgeschützt sind, trocken an der Hauswand und die sind hier um einiges kräftiger, muss ich sagen. Und wie gesagt, Standort, den nutzen wir immer für die Gurken und da freue ich mich auch schon mal auf die hervorragenden Gurken, die ich dann wieder ernten darf. Das Salatbeet vom Gewächshaus, da fangen jetzt auch langsam die Salate, die sich wild ausgesämt haben, in die Blüte zu gehen. Die lasse ich auch noch in die Blüte gehen, weil sie recht nah am Rand sind, damit ich meine eigenen Samen wieder bekomme und die sich auch hier wieder im Garten wild aussamen können. Das hier ist, glaube ich, zum Beispiel die Sorte Barbecue Wintersalat, den ich recht gern mag. Den lasse ich auch einfach hier aussämen. Die anderen sind, da weiß ich die Sorte nicht mehr ganz genau, die sind schon hier seit 2 Jahren, keine Ahnung. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Eichblattsalate mit reingesetzt und habe sie auch immer versucht zu schauen, dass die Schnecken da nicht überhand gewinnen. Hier auf der anderen Seite auch wieder Feldsalat. Das schaut richtig schön aus mit der Blüte, ist auch schon richtig groß. Ich sollte den Zwiebeln hier, die fangen jetzt auch langsam an, in die Blüte zu gehen. Lasse ich auch. Ist nicht ganz so schlimm, auch nicht für meine Eltern. Die essen trotzdem die Zwiebeln richtig gerne. Hier auch nochmal der Feldsalat, einfach damit ich auch später wieder Samen bekomme. Hier die Zucchini. Das sind jetzt ungefähr 5 Pflanzen, die hier gut ranwachsen. Schnecken lassen sie auch jetzt ziemlich in Ruhe. Ist auch wieder sehr erfreulich zu sehen. Hier gehen nochmal ein paar Kartoffeln, Schalen, keine Ahnung welche Sorte. Das ist Kartoffeln auch wieder überall mit wild auf. Da, hier wieder Kartoffeln, da Kartoffeln. Lass ich einfach drin, lass ich einfach wachsen. Hier auch wieder Phacelia, ist jetzt momentan recht trüb, nicht so viel Sonne, leider nicht so viel Insektenflug, aber Phacelia, da tummeln sich auch sehr viele Bienen. Habe ich dann hier zwischen den Zucchini mit reingesetzt, habe ich hier eine Pflanze und hier vorne. Da hinten bei dem Borage, da, nicht Borage, sondern bei dem Beinwell, habe ich auch noch eine Zucchini-Pflanze gesetzt, mal schauen, wie die sich entwickeln wird. Und das ist jetzt hier auch Beinwell, da tummeln sich auch recht viele Insekten, die sich da auch jetzt, vor allem Hummeln, muss ich sagen, Hummeln und Wildbienen, die mögen den Beinwell richtig gerne. Und das ist eine riesen Pflanze, ich werde dann später nochmal eine Beinwelljauche daraus machen. Die Erdbeerpflanzen habe ich vor 4 bis 5 Jahren gesetzt und das ist jetzt das erste Mal, dass sie so viele Früchte auf einmal bilden, mit in der Größe auch. Das sind jetzt auch schon recht große Pflanzen hier an dem Fleck. Und da bin ich jetzt auch nochmal sehr gespannt und freue mich auch wirklich, eigene Erdbeeren zu essen. Also da, das dauert vielleicht noch ungefähr 2 bis 3 Wochen, aber hier kann man dann wirklich schon sehen, wie groß die Früchte auch zum Teil geworden sind. Und die habe ich hier einfach hier in der Ecke von der Wand da reingesetzt. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht so ernst genommen. Hier beim Aronia-Strauch dachte ich, das wäre ein bisschen, ja, ist nicht der optimale Platz für sie, aber das gefällt hier ihnen anscheinend sehr gut, muss ich feststellen. Ich habe ja vorhin die eine Holzbiene erwähnt, die sich jetzt bei mir angesiedelt hat und ich habe auch
gemerkt, dass ihr auch hier die dicken Bohnen sehr gut bestäubt. Die entwickeln sich jetzt hier an einem Hochbeet richtig gut, haben richtig viele Blütenansätze. Habe schon ein paar dicke Bohnen ernten dürfen, vorne bei mir an der Terrasse, wo ich sie im Kübel habe, da hatten sie jetzt ein bisschen wärmer. Jedenfalls habe ich hier noch mal ein paar Melonen mit reingesetzt, wenn die dann die dicken Bohnen fertig sind, dass dann die Melonen anwachsen. Die sind jetzt hier noch recht klein. Hier genau das gleiche Spiel. Habe jetzt einen Salat abgeerntet und habe hier mal Gurken reingesetzt, einfach mal zu schauen, wie sie sich in einem Hochbeet entwickeln. Dann dürfen sie auch hier runterklettern. Also jetzt meine ganzen Hochbeete hier im Garten meiner Eltern ist jetzt hier einmal mit Gurken belegt und der Rest, also hier ganz drumherum, das sind alles Melonen. Schaut euch einfach mal die schöne Blüte der Pfingstrose an. Ist jetzt die erste aufgegangen. Ist richtig schön. Freuen sich auch wieder die Insekten und die Bienen. Das ist wirklich ein, ja, etwas fürs Auge auch. Haben wir ein bisschen eine kleine Schönheit im Garten zu sehen. Und mir gefällt es immer wieder, jedes Jahr aufs Neue die Pfingstrose ja, zu betrachten und anzuschauen. Mich an den Blüten auch zu erfreuen und auch die Insekten mit zu beobachten. Hier am Kompost. Ich werde nochmal Zucchinis ein bisschen mit nachsetzen. Da waren die Schnecken ein bisschen gefräßiger. Ich denke, das ist ein Kürbis, weiß ich aber nicht so. Aber hier habe ich dann auch wieder die Mischkultur mit Buschbohnen. Genauso wie hier vorne. Auch wieder Zucchini. Die wächst ein bisschen besser. Auch hier Buschbohnen mit zwischen rein. Sind auch ein bisschen angefressen von den Schnecken, ist aber nicht ganz so schlimm. Das könnte auch wieder Kürbis sein. War ein Versehen, dass ich den mit reingesetzt habe, aber ist jetzt ebenso. Und hier an dem Kompost sind die Zucchinis am größten. Die sind hier am größten. Das ist jetzt hier eine gelbe Zucchini. Da ist nochmal an der Seite eine Zucchini und dahinter auch nochmal. Also ganz schön viel Zucchini. Als ich das letzte Mal den Folientunnel ein bisschen gezeigt habe, haben mir ein paar Menschen geschrieben, dass ich ja nur überwiegend Tomaten, Gurken und Melonen anbaue und nichts für die Bienen, also nur auf Ertrag gehe. Und das ist nicht wahr, weil ich euch nur die Sachen zeige, die mit dem Anbau zu tun haben und ich euch nicht die Sachen gezeigt habe, die noch in dem Tunnel drin sind. Und das werde ich jetzt erstmal kurz beheben. Und ich mache hier schon sehr viel für die Bienen, weil die natürlich mir auch helfen zu bestäuben. Wenn die im Tunnel drin sind, dann habe ich natürlich auch was davon. Von dem her habe ich dann auch schon mal ein paar Vorkehrungen getroffen. Zum Beispiel habe ich hier jetzt am Rand Borretschpflanzen. Die habe ich hier mit reingesät, weil das ein Dauerblüter ist. Natürlich auch hier Tagetes wieder zur Ablenkung, ist aber auch eine Blütenpflanze, die mir auch Nematoden mit reinbringt. Das heißt, dass sie auch gut gegen Ägerlinge sind, die ein bisschen stören können. Das sind jetzt zum Beispiel Gurken, die entwickeln sich auch hier recht gut hier entlang an dem Netz. Und die jetzt bei den warmen Tagen haben wir auch schon einigen guten Wachstumsschub bekommen. Neben dem Borretsch, den ich jetzt hier überall mit rausgesät habe, geht hier sogar Sonnenblumen auf, überall wild. Bei den Gurken habe ich ein paar rausgerissen, dass sie halt die Gurken zum Beispiel nicht ganz so verhindern beim Wachstum. Aber hier an der Seite zum Beispiel, da werde ich die Sonnenblumen einfach wachsen lassen, damit die mir halt einfach Nektar bringen für die Bienen, damit die auch hier reinkommen, um die Tomaten hier mit zu bestäuben. Die sind aber hier, die Sonnenblumen, überall mit wild aufgegangen. Deswegen habe ich da auch, wo sie dann zwischen den Tomaten rauskommen würden, habe ich sie dann einfach rausgerissen. Hier geht aber neben den Salat, den ich noch reingepflanzt habe, auch hier Glückssalat mit auf, den lasse ich auch einfach wachsen und dann auch später blühen. Einfach die Mischkultur auch zu erhöhen, denn ja, die Mischkultur ist für mich einer der wesentlichen Punkte, was man da auch mit machen kann. Deswegen auch der Knoblauch da hinten hilft auch ziemlich gut bei den Tomaten. Einfach Mischkulturpartner gegen die Braut- und Krautfäule, weil die halt auch Pilze fernhalten. Hier die Tomaten, die habe ich jetzt die letzte Zeit aufgehangen an den Tomatenhaken. Bin jetzt da
erst kürzlich fertig geworden. Die entwickeln sich auch schon sehr gut, haben auch die ersten Blütenansätze, was mich da auch schon richtig freut, dass die jetzt auch mal endlich mal einen Wachstumsschub bekommen und die Schnecken sie auch in Ruhe lassen. Das war ja auch wieder so eine Sache, da auch wieder Ablenkungsfutter. Ist halt immer sehr mühselig gewesen, weil da könnt ihr auch über die Gläser zum Beispiel bei den Melonen sehen und die Tüten, das ist einfach, dass die Schnecken, die mir nicht wegfressen, das mag ich jetzt nicht so gerne. Das Gewächshaus habe ich ja schon einmal gezeigt, dass hier die Tomaten wachsen an der Seite Ingwer und Kurkuma. Hier habe ich mich jetzt nochmal dazu entschieden, in den Lücken nochmal Basilikum mit reinzusetzen als Mischkulturpartner. Die Bohnen, die habe ich euch auch schon das letzte Mal gezeigt im Gartenrundgang vor mir, die vorher. Da wachsen die jetzt auch recht gut an, habe ich sie auch schon recht gut gegossen. Hier auf der Seite Paprika und Chilis abwechselnd in einer Reihe. Einmal Paprika und Chilis und dann Auberginen. Und jetzt habe ich mich nochmal dazu entschieden, an den Ecken nochmal Melonen reinzusetzen. Hier und dort, damit ihr hier auch mal, wenn die etwas größer werden, am Boden entlang ranken können. Und wollte ich einfach mal das erste Mal wieder mal hier ausprobieren im Gewächshaus, ob das bei jetzt hier funktioniert oder nicht. Beim ersten Mal ist es eher weniger gut hat es weniger gut funktioniert, deswegen möchte ich einfach noch mal schauen. Und das ist so ziemlich hier, was sich jetzt eigentlich alles im Gewächshaus getan hat, neben der Tatsache, dass ich hier noch mal mit Gras ein bisschen abgemulcht habe, neben dem Laub, damit hier einfach noch mal immer mehr Leben mit reinkommt in den Boden, auch damit die Pflanzen besser wachsen können. Jetzt zum Abschluss gehen wir noch mal kurz auf die Wildblumenwiese, weil ja die Leute dann noch mal meinen, ich würde hier nur Obst und Gemüse anbauen und nichts für die Bienen und Insekten tun, obwohl halt die Wildblumenwiese mein Lieblingsspielplatz überhaupt ist, weil da tummeln sich so viele Vögel, Insekten und Schmetterlinge. Das ist wirklich sehr schön zu betrachten und deswegen, ja, da ist auch wieder einiges gewachsen und das dürfte auf gar keinen Fall entgehen. Auf gar keinen Fall. Ist wirklich schön dort. Ist wirklich schön dort. Momentan blühen die Zierzwiebel. Das sind auch solche Zwiebelblüter wie Tulpen zum Beispiel. Da wollte ich einfach mal dieses Jahr ausprobieren. Ich muss sagen, da sind schon bis jetzt am meisten Bienen und Insekten gewesen. Wenn wir dann weitergehen, habe ich hier jetzt zum Beispiel ein mehrjährige Blütenpflanze reingesetzt. Das ist die Wetterkerze. Bin ich auch mal gespannt. Habe ich auch das erste Jahr im Anbau. Habe auch nicht im Internet nachgeschaut, wie sie blühen wird. Werde ich auch nicht machen. Deswegen lasse ich mich ein bisschen überraschen. Hier bei der Pfirsich, die trägt jetzt auch langsam sehr viele Früchte. Ich habe jetzt ungefähr 14 gezählt. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie so viele Früchte auf einmal trägt oder überhaupt mal trägt. Nach 3 Jahren ist auch recht groß geworden. Hat aber leider auch die Kräuselkrankheit, ist halt eben so. Ist für mich auch ein Anzeichen, dass ich den Boden noch besser aufbereiten sollte. Hab die auch ab und zu mal mit Natron und effektiven Mikroorganismen abgesprüht, die Blätter. Sollte deswegen ein bisschen vielleicht das, nach meinem Empfinden, auch die Kräuselkrankheit ein bisschen abdämpfen. Ist ja eine Pilzkrankheit. Aber dennoch bin ich zuversichtlich, ein paar Früchtchen ernten zu dürfen. Bei der Kräuselkrankheit habe ich hier nochmal Knoblauch mit reingesetzt, hat aber jetzt eher weniger geholfen. Wenn wir dann hier weitergehen, dann ist das hier auch wieder eine mehrjährige Pflanze. Das ist die fette Henne. Die ist recht interessant, weil sie halt im Herbst erst anfängt zu blühen. Das heißt, dass man dann hier nochmal im Herbst nochmal zusätzliche Nahrung für die Bienen hat. Deswegen habe ich die hier nochmal reingesetzt. Wenn wir dann hier weitergehen, auch habe ich dann eine Malve reingesetzt, mehrere Stück. Auch wieder eine mehrjährige Blühpflanze. Das habe ich dann auch wieder am Rand hier gemacht, neben dem Beinwell. Hier nochmal eine Malve, Beinwell, damit hier auch nochmal ein paar Insekten kommen. Hier vorne ist auch schon auch wieder Phacelia mit rausgekommen. Auch recht schön. Also die Blütenvielfalt wird hier immer langsam erhöht. Hier auch nochmal Klee, Steinklee kann man hier sehen. Die Blüten weiß ich nicht ganz genau, aber da vorne ist auch schon sind Margariten mit rausgegangen an der Vorderseite. Auch hier Blühpflanzen, von denen ich gar keine Ahnung habe, wie sie heißen zum Beispiel. Aber hier wird es jetzt, wenn es dann langsam Sommer wird, immer mehr. Also immer mehr Blühpflanzen. Eine richtig schöne große Wiese ist hier auch schon geworden. Habe ja auch schon letztes Jahr hier einiges investiert. Hier dann auch nochmal die Trauben, die wachsen auch richtig stark heran. Also die sind innerhalb von einer Woche richtig groß geworden, tragen auch alle schon ihre Früchte, die sind jetzt seit 3 Jahren hier. Die haben jetzt schon vermehrt Früchte.
hier die da hinten natürlich auch. Habe hier noch mal ein paar weitere Trauben mit reingesetzt und einfach das Spalier noch mal zu befüllen, den Platz zu nutzen. Die Disteln hier werde ich auch noch mal ein bisschen ausblühen lassen. Und sehr interessant ist auch, dass ich hier Besucher bekommen habe. Habe ich ja auch in einem Video gezeigt mit der Artenvielfalt von der Natur. Das ist ein halboffener Nistkasten für Rotkehlchen eigentlich gedacht, aber da haben sich jetzt Hausrotschwänze eingenistet. Die sind recht selten bei uns. Das sind normalerweise Gebirgsvögel, kommen recht selten zu uns und die sind recht schön anzusehen. Und ich fand es auch recht lustig, immer die kleinen zwitschern zu hören oder wenn sie halt die Eltern gekommen sind und ihnen Essen geben wollten. Das ist halt richtig schön und wie gesagt, mir gefällt diese Wildblumenwiese richtig sehr. Immer mehr Bienen, Insekten kommen hierher. Die Vögel freuen sich hier auch. Also da kann man sich stundenlang ein bisschen satt sehen, auch wie die Vielfalt sich erhöht. Also jeder sollte unbedingt mal so eine Wildblumenwiese anlegen. Ist wirklich empfehlenswert.